Nach einem epileptischen Anfall ist es so, dass man zunächst einmal nach einem großen epileptischen Anfall, nach einem Grammalanfall, wenn man tonisch-klonisch gekrampft hat, dann schläft man zunächst einmal und hat kein Bewusstsein. Und es dauert eine Zeit lang, das kann Minuten bis halbe Stunde, Stunde sein, dass man wieder orientiert ist und sich wieder zurechtfindet in der Umgebung. Menschen, die einen großen Anfall, also einen generalisiert tonisch-klonischen Anfall gehabt haben, die können sich an gar nichts erinnern. Der Anfall ist überwältigend plötzlich aus heiterem Himmel gekommen und wenn sie wieder zu sich kommen, wissen sie nicht, was passiert ist. Menschen, die diesen Anfall beobachten, glauben immer, sie müssen irgendwie helfen, aber umso weniger man tut, umso besser ist es. Das heißt, man sollte nicht mehr, wie man es früher auch in der Krankenpflegeschule gelehrt hat, einen Keil in die Zähne geben. Das macht man heute nichts mehr. Man verhindert dadurch nicht den Zungenbiss, sondern kann sich selbst verletzen. Man soll den Patienten in eine stabile Seitenlage bringen, schauen, dass keine Gläser umherstehen, einfach damit man die Umgebung schützt. Aber sehr viel kann man in dieser Situation sonst nicht machen und soll man auch nicht machen. Wenn man sich beim epileptischen Anfall nicht verletzt, kann es natürlich auch zu keinen großartigen Symptomen kommen. Aber wenn Anfälle immer wieder auftreten, sei es durch schlechte Behandlungsmöglichkeit, aber auch wenn Patienten die Medikamente nicht regelmäßig einnehmen, dann kann es langfristig zu Gedächtnisstörungen kommen. Aber im Anfall selber natürlich kann man sich verletzen, das kann langfristige Folgen mit sich haben. Häufig sind Rippenbrüche, Wirbelkörperbrüche, die dann oft bis zu Lähmungserscheinungen führen können, wenn diese auftreten. Das darf man auch nie übersehen. Nach einem großen Anfall soll man auch immer wieder nach Schmerzen fragen und eventuell Röntgenbilder anfertigen vom Brustkorb, ob nicht doch eine Rippe oder ein Wirbelkörper gebrochen ist. Wenn man kann, dass man etwas erlebt hat vor dem Anfall, so ist den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sehr geholfen, wenn das schriftlich festgehalten ist. Wenn man sagt, ich habe zuvor ein komisches Gefühl, ein Kribbeln, einen Geschmack, einen Geruch, ein komisches akustisches Geräusch gehört, dann soll man das notieren. Sehr häufig wird das ja vergessen, weil der große Anfall hier auch das Gedächtnis stört. Aber wenn man sich erinnern kann, dann gehört es natürlich notiert, damit man später auch mitteilen kann, damit man den Fokus, die Ursprungszone des Anfalls leichter finden kann.